meine Liebe. Heute ist es das letzte Video mit Lennox. Und ich habe euch ja schon den letzten Tag mit Jaden gezeigt. Das habe ich gerade gedreht. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das hier komplett gleich aussieht. Heute ist halt der letzte Tag mit Lennox. Und morgen werden beide zur Post gebracht. Und deswegen dachte ich mir, ich drehe doch schnell ein Video, bevor gar keins mehr kommt. Und es war auch alles sehr spontan jetzt. Die Kleine wurde natürlich schnell bezahlt. Das heißt, ich muss sie auch schnell verschicken. Und ich möchte Leute auch nicht so warten lassen, denn es ist recht, weil Jaden ein Geburtstagsgeschenk ist und der Geburtstag immer näher rückt. Deswegen kann ich ja nicht so lange warten. Und deswegen werden sie auch verschickt. Lennox hat eine ganz, ganz neue, tolle Mama bekommen. Sie ist 20 Jahre alt und hat Instagram. Und ich darf auch ihren Instagram-Namen in die Infobox tun, so dass ihr auf jeden Fall ihn weiter verfolgen könnt. Das heißt, dass er für euch auf jeden Fall nicht aus der Welt ist. Bei Jaden weiß ich das leider nicht. Er kommt zu einem 13-jährigen Mädchen. Und sie hat schon 3 Reborn-Babys. Das heißt, er ist in einer großen Familie. Und ja, bei Lennox, Lennox hat einen Bruder, glaube ich, schon. Und er wird dann da einziehen. Sie ist total lieb. Und hat auch einen Freund, der das Hobby voll unterstützt. Sie hat einen Hund. Und ich dachte mir auf jeden Fall, das ist ein gutes Zuhause für Lennox, weil bei Lennox war mir das wirklich sehr, sehr wichtig, dass er ein gutes Zuhause hat. Und ich denke mir mal, dass es das schon ist. Und ja, der Jaden liegt da im Kinderwagen. Vom eben gedrehten Video liegt er hier in seinem Outfit und liegt ein bisschen. Die Mel ist hier. Die süße kleine Maus. Und der Lennox da hinten. Und das ist der Lennox. Der Lennox sitzt da und der Kleine übrigens ist Felix. Ja, also Lennox ist da. Und den holen wir jetzt gleich mal vorne her. Weil auf meinem Provisorischen ist schon Wickeltisch hier. Werden wir dich dann nochmal das letzte Mal umziehen. Und zwar bekommt ihr diese coole Hose an. Die kennt ihr auch schon. Und diesen Pulli, den habe ich extra für ihn gekauft, aber er hatte ihn leider noch nie an. Und das finde ich so schade. Und deswegen dachte ich mir, ziehen wir ihn den heute auf jeden Fall nochmal an. Also wird das gleiche Outfit. Und dann haben wir noch eine Flasche. Die haben wir gerade bei Jaden im Video gemacht. Und zwar habe ich ja eine Fake-Milch, und zwar mit Kaffeeweißer. Da ich aber keinen Kaffeeweißer mehr hier habe, wie ihr wisst, muss ich mir was Neues einfach lassen. Und zwar ist hier jetzt Mehl drin. Was ich euch aber nicht so gut empfehlen kann, weil ich finde, Mehl als Fake-Milch ist nicht so gut, weil davon gehen die Flaschen kaputt und das sieht auch nicht so gut aus. Also ich würde euch Kaffeeweiß einfach empfehlen. So. Also ziehe ich mal Lennox um. Oh, er ist so ein Riese, ne? Katzing, Katzing. Der Riesige. Der passt hier gar nicht hin. Nee. Riesige. So, ich lasse ihn euch mal angucken. So. Söhner. Söhner, 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 Lennox. So. Zack. Er ist ganz warm. Achso, weil er bei dir lag, ne? Ja. Scheiße, war das jetzt ein Video? Cut. So. Er hat auch die Mickey Mouse Latzhose an, die Jaden auch anhatte. Die müssen wir auch komplett ausziehen. Komplett ausziehen. Ja, und auch bei Lennox kommt auf jeden Fall noch ein Einpackvideo. Da werden wir ihn nochmal umziehen. Halten das Outfit, was er seiner neuen Mama mitbringt. Da könnte ich mich auch drauf freuen. Das kommt auf jeden Fall, bevor er losgeht nochmal. Wir müssen ihn ja sowieso einpacken und dann dachte ich mir, ich filme das nochmal für euch. Und darf ich auch kurz was trinken? Ja, klar. Das. So. Und zack. Auch was Lennox mitbringt, weiß ich absolut noch gar nicht. Ich habe da überhaupt keine Ideen. Da schaue ich gleich nochmal, aber ich glaube, dass auch das Mickey Mouse Outfit wird. Ich finde das so süß an ihm. Das war damals mein Lieblingsoutfit und ja, ich finde das richtig, richtig süß. Zack, zack, zack.
Und dann bringen die ja noch eine Flasche mit. Damit die auf jeden Fall auch was nach Hause nehmen, das neue Haus. Zick, 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 zick. So. Und der coole Pulli, mal gucken, wie er dann aussieht. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Ich habe mich so gefreut, dass ich diesen Pulli gefunden habe und ich habe ihn einfach nie angezogen. Also wie gesagt, ihr könnt halt der neuen Mama folgen. Ich versuche sie in der Infobox zu verlinken. Und dann könnt ihr sie abonnieren auf Instagram. Und ihr dann folgen. Also ja, ihr sich abonnieren. Und dann könnt ihr Bilder von Lennox sehen, weil sie hat mir versprochen, dass sie auch ein paar Sachen hochlädt dann, damit ich ihn auch sehe. Und er wird auch weiterhin Lennox heißen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich hatte ganz viele Leute, die ihn umbenennen wollten und das finde ich nicht so gut. Ich finde, er ist einfach ein Lennox und ja, das passt einfach zu ihm. Und deswegen habe ich ihn damals auch nicht umbenannt. Schaut mal. Oh, ist das nicht süß. Oh mein Gott. Oh, er ist so süß. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Er ist so süß. Richtig, richtig schön, oder? Also der Pulli ist echt richtig, richtig toll. Die Farbe kommt gar nicht so zur Geltung. Ich finde das so doof. Es regnet einfach die ganze Zeit und ich wollte noch einmal mit ihm spazieren gehen im Buggy. Das finde ich so doof jetzt. Aber vielleicht schaffe ich das ja morgen nochmal. Es regnet einfach die ganze Zeit. Das ist so blöd. Schau mal, hier ist der Jade noch dazu. Und die Mel. So, und dann können wir ihn noch einmal füttern gleich. Schaut euch das ja an. Er hat eine sehr schöne Frisur, oder? So. Ich muss gleich noch die Sachen raussuchen, die sie mitbringen. Ganz wichtig, aber das zeige ich euch dann alles in dem Einpackvideo von ihm. Nochmal ein letztes Mal in unseren coolen Pöppel setzen. Ich glaube, da saß er bis jetzt erst einmal drin. Können wir ihn auch nochmal reinsetzen. Groß und so. Jetzt haben wir die einmal kurz hier hin. Zu Papa. Zu dem Mädchen mal rausholen. Und dann kann der große Bruder auch nochmal in den Pöppel rein. Papa gehen. Oh, Lennox, du bist viel zu groß, ey. Alter. Passt hier fast gar nicht mehr rein. Du Riese, ey. Da muss man das ja schon fast einen höher stellen. Alter. Lennox. Du kannst hier so nicht mehr rein. Was machen wir denn jetzt? Also bei Lennox müssen wir das Ganze fast ein höher stellen. Das ist schon echt krass. Er ist einfach so ein riesiges Baby. Ah, oh, Cutie. Oh, das ist so süß. Das sieht einfach aus wie ein echtes Baby gerade total, weil er einfach so groß ist wie ein echtes Baby. Also Mel ist ein bisschen klein, Mel ist halt so wie frisch, ganz, ganz frisch geboren. Weil der Name ist so typisch 2 Monate, 3 Monate. Ja, schon eher 3 Monate. So, Maxi-Cosi sieht das schon sehr echt aus. So. Jetzt haben wir es auch schon mal gemacht. Jetzt sitzt er auch schon mal in dem schicken Pöppel drin. Ich glaube, er ist sogar was wie schwer in dem Pöppel. Also, weil wenn ich Mel so mit dem Pöppel hochhebe, dann habe ich da fast gar keinen. Und das sieht also, der Pöppel ist halt einfach an sich sehr, sehr schwer. Gehen wir das mal raus. Na, ja, also man merkt das nicht, dass er jetzt ein großes Baby drin ist.
Weil die Kleinen wiegen halt fast genauso viel wie. Also fast gleich viel. Oh, es sieht so süß aus. Oh, das ist so süß. So, ich behalte Lennox, Schatz. Er ist so süß. In diesem Pöppel. Also ich würde sagen, er ist ein perfektes Peppelbaby. Oder? Ein perfektes Peppelbaby. Also eine neue Mama braucht unbedingt ein Peppel. So. Gut, meine Lieben, dann war es das auch eigentlich. Ich hole mal den Lampen, dann könnt ihr auch nochmal sehen. So. Das war es mal wieder von uns. Ein sehr großes Video, aber es sollte ja nur einmal kurz so noch einmal mit Lennox gewesen sein. Und dann geht es auf jeden Fall noch das Einpack-Video. Das heißt, ihr werdet ihn noch einmal sehen und dann geht es für ihn auf die große Weltreise mal wieder. Er hat ja schon eine Weltreise hinter sich. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann